Ich schließe, obwohl das gar nicht so geplant war, an einer kurzen oder ganz kurz an den Vortrag von Rüdiger Dannemann von gestern an, der schon darauf hingewiesen hat, was in der Betrachtung der kritischen Theorie und zumal der Adornos eigentlich nie expliziert wurde, dass nämlich Adorno Mitte der 20er Jahre bis Anfang der 1930er Jahre weniger Marxist als vielmehr Lukacsianer gewesen ist. Und das kam so. 1923, ich muss einiges wiederholen, was Rüdiger Dannemann gestern bereits gesagt hat, erscheint Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein, dessen Lektüre für Adorno so etwas wie das intellektuelle Erweckungserlebnis darstellt. Dieses Buch, eine theoretische Reaktion auf die Oktoberrevolution mit der Zweiten Internationale um Karl Kautsky als theoretische Adressatin, ist für Adorno zunächst alleinige Quelle, aus der sich sein Verständnis der marxischen Theorie speist. Adorno kannte Lukács durch dessen Theorie des Romans von 1916, die er nach eigenem Bekunden, also Adornos Bekunden, schon 1921 als Abiturient gelesen hatte. Er war begeistert von diesem vormarxistischen Buch von Lukács und so wundert es nicht, dass er sich auch der folgenden Schrift ohne Skrupel vor ihrem antibürgerlichen Marxismus zuwendet. Lukács stellt in Geschichte und Klassenbewusstsein bereits jene Begriffe bereit, die für Adorno, zumal während seiner ersten Frankfurter Zeit, das heißt vor dem Exil, zentral sind. Neben dem im Titel angezeigten Klassenbewusstsein sind es vor allem die Begriffe der zweiten Natur, des Warenfetischs, die Verdinglichung sowie der Totalität, die Lukács ausgehend von der marxischen Theorie für eine erneuerte Philosophie der Praxis zu nutzen sucht. In den Mittelpunkt seiner Gesellschaftskritik stellt er die Warenkategorie. Ich rede von Lukács. Zwar habe es bereits in der Antike Waren gegeben, qualitativ neu sei aber im entwickelten Kapitalverhältnis die Universalität jener Kategorie, die unterdessen die gesamte Wirklichkeit präge. Erst als Universalkategorie des gesamten gesellschaftlichen Seins ist die Ware, sagt Lukács, in ihrer unverfälschten Wesensart begreifbar. Damit sieht Lukács nun zugleich den historischen Moment gekommen, in dem eine die gesamte Wirklichkeit umwälzende Erkenntnis möglich geworden sei. Denn wenn die Warenform universal geworden ist, dann muss es auch möglich sein, sagt er weiter, durch sie die Totalität der Wirklichkeit zu denken. Sofern das erkennende Subjekt selbst Warenform annehmen, nämlich im Arbeiter annehmen und sich also selbst erkennen könne. Dieses zu Ware werden haben im kapitalistischen Prozess ohnehin der Arbeiter zu erleiden und wenn nun der Proletarier sich über sich selbst als Ware bewusst wird, werde bereits diese Selbsterkenntnis praktisch, weil jener, der Arbeiter, sich als das identische Subjekt-Objekt, das Subjekt der Tathandlung, das heißt als eigentlicher Reproduzent der Gesamtgesellschaft erkenne. Die Selbsterkenntnis, sagt Lukács, des Arbeiters als Ware ist aber bereits als Erkenntnis praktisch. Das heißt, diese Erkenntnis vollbringt eine gegenständliche, struktive Veränderung am Objekt ihrer Erkenntnis. Das Proletariat, so lässt sich Lukács Heilserwartung zusammenfassen, werde das Telos der Geschichte, die Erlösung der Menschheit, mit Notwendigkeit herbeiführen, wenn erst durch es der objektive Schein zweiter Natur von der Gesellschaft abfalle. Der für Adorno sehr wichtige Begriff der zweiten Natur wird von Lukács, der ihn wiederum von Hegel übernimmt, bereits in der Theorie des Romans zur Bezeichnung eines naturhaften Scheins des gesellschaftlich Gemachten verwendet, der Welt der vom Menschen geschaffenen und ihm verlorenen Dinge. Wie Adorno bereits in seiner Antrittsvorlesung 1931 über die Aktualität der Philosophie hervorhebt. Adorno liest aus Geschichte und Klassenbewusstsein bereits eine Selbstbeherrschung des modernen Individuums heraus. Das ist eine Erkenntnis, die für seine weitere Entwicklung und die seiner kritischen Theorie eminent wichtig werden wird. Recht bald allerdings, nämlich Ende der 20er Jahre, wendet sich Adorno zunehmend von Lukács Form des Marxismus ab. Zwei Gründe wiegen hier besonders schwer. Zum einen Lukács gesellschaftlicher Fortschrittsoptimismus, der sich im Glauben äußert, das Proletariat würde, wie ich gerade gesagt habe, das Telos der Geschichte herbei und die Menschheitsgeschichte insgesamt in eine des Heils überführen. Der andere Grund ist Lukács Parteikonformismus, der aus einer Auffassung vom Klassenbewusstsein resultiert, das durch die kommunistische Partei vermittelt, in ein objektives Gattungsinteresse, also das Interesse der gesamten Menschheit, überführt werden müsste. Für Adorno verkörpert Lukács später nur mehr die Fleischwerdung, wie er sagt, eines theoretischen Rückschritts infolge der Anpassung seines Denkens an die Forderungen der kommunistischen Orthodoxie.
Die messianische Konzeption, von der sich Lukács lossagte, wird von Adorno, gewiss gefördert durch die Freundschaft von Walter Benjamin, fortgeführt, wenngleich freilich in einer anderen Form. Denn sofern das Proletariat nicht mehr als Heilsbringer gedacht wird, wozu sich Adorno nicht hat durchringen können, ist das Moment, das die gesellschaftliche Totalität in einen versöhnten Zustand überführen könnte, weitaus weniger fassbar. Es gibt auf absehbare Zeit kein revolutionäres Subjekt mehr, sondern an dessen Stelle tritt gewissermaßen die theoretische Anstrengung selbst, die im günstigsten Fall, auf den freilich nicht nach Plan hingearbeitet werden kann, einer Situation zur Durchsetzung verhilft, in der ein geschichtlicher Bruch möglich würde, der die immer gleiche Vorgeschichte beendete und Geschichte im emphatischen Sinne initiierte, das heißt Geschichte, die von den Menschen nicht exekutiert, sondern nach Maßgabe der Vernunft gestaltet würde. Adorno ist nun gewissermaßen intellektuell auf der Suche nach neuen theoretischen Konzepten, die weder von einem Fortschrittsoptimismus zehren, zu dem es objektiv keinen Grund gibt, wir sprechen über die 1930er Jahre, noch eine Herrschaft affirmieren, die einfach dem Bürgertum entwunden und in die Hände einer Partei übergeben werden, damit die dann ein unterstelltes Allgemeininteresse verträte. Diese Zeit in der Entwicklung der Theorie ist Adornos ist unablösbar mit seinem Exil in die USA verknüpft. Im Februar 1938 kommt Adorno von Oxford aus, wo er sich zuerst im Exil aufgehalten hat, in New York an, zum ersten Mal als fester Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung. Und er gerät dort in Diskussionen über die Frage, ob die Wirtschaftsformen im nationalsozialistischen Deutschland sowie in der Sowjetunion eine Art von Staatskapitalismus seien. 1930 wird Horkheimer Direktor des Instituts, Max Horkheimer, das mittlerweile in der Tradition des kritischen Marxismus der 20er Jahre, der sich gegen die Stalinisierung und Bolschewisierung der kommunistischen Bewegung richtete, steht. Die Kritik, die vom Institut ausgeht, richtet sich aber zugleich auch gegen die Hinwendung des Marxismus zur Sozialdemokratie sowie dessen Herabwürdigung zur ewig gültigen Theorie einer immer ausbleibenden Revolution. Das ist ungefähr das, was Demirovic gestern auch gesagt hat. Im Unterschied zur kautskianischen Marx-Orthodoxie der Zweiten Internationale und der leninistischen Marx-Orthodoxie der Dritten Internationale, denen gemeinsam war, dass die Marx'sche Theorie zur wissenschaftlichen Weltanschauung des Proletariats und einer Lehre von den allgemein dialektischen Gesetzen der Natur und der Geschichte geronnen war, geht es den Institutsmitarbeitern um die als durchführbar unterstellte Anpassung der Marx'schen Theorie an die spätkapitalistische Realentwicklung. Diese Anpassung lässt hingegen zunächst noch auf sich warten. Ende 1935 hält Horkheimer in einer Aktennotiz ein Gespräch mit dem Ökonomen des Instituts, einem der Ökonomen des Instituts, Kurt Mandelbaum, über die Aktivierung des ökonomischen Departements des Instituts für Sozialforschung fest. Zitat: Wir waren beide der Überzeugung, dass man vom Institut mit Recht eine repräsentative Äußerung in diese Richtung erwartet, da unsere eigentlichen Ökonomen Friedrich Pollock, Julian Gumperz und Kurt Mandelbaum den größten Teil ihrer Zeit im Dienste der Verwaltung verwenden, also der internen Institutsverwaltung, so können sie zwar an der Theorie mitarbeiten, jedoch unmöglich das Schriftstellerische daran bewältigen. Wir haben nun den Plan besprochen, dass zunächst auf 100 bis 120 Druckseiten eine kritische Auseinandersetzung mit den fortgeschrittensten bürgerlichen nationalökonomischen Strömungen der Gegenwart geliefert werden soll. Es kommt hierbei gar nicht auf Vollständigkeit, sondern auf die Kritik jener Momente an, welche auf die nahestehenden Kreise eine zugleich faszinierende und ablenkende Wirkung ausüben. Die Kritik soll keineswegs bloß negativ bleiben, sondern unsere positive Stellung sichtbar machen. Es würde unter anderem eine Hauptaufgabe sein, darzulegen, warum wir einen großen Teil der gegenwärtigen Nationalökonomie für irrelevant halten und warum diese Überzeugung nicht willkürlich ist. Das Ideologische an der Nationalökonomie liegt, wie in anderen Wissenschaften der Gegenwart, häufig gar nicht in sachlicher Falsch- und Verkehrtheit, sondern in der Richtung der Aufmerksamkeit auf Unwesentliches. Ein knappes Jahr später gesteht Horkheimer gegenüber Henrik Großmann, einem weiteren Ökonom am Institut: Es schmerzt mich, dass der ökonomische Teil unserer Zeitschrift, gemeint ist die Zeitschrift für Sozialforschung, so oft zu kurz kommt. Großmann antwortet: Sie erwähnen, dass in den Heften keine prinzipiellen ökonomischen Beiträge waren. Das ist richtig. Aber wie oft und wie viel prinzipielle Probleme können jetzt aufgeworfen werden? Ich glaube, dass die Nationalökonomie jetzt in einem Stadium sich befindet, wo man genug schon an Theoriekonstruktionen hat, aus welchen nichts herauskommt.
Jetzt ist mehr die Überprüfung dieser theoretischen Konstruktion auf ihre Richtigkeit als die Forschung nötig. Das ist meine Überzeugung. Seit 100 Jahren wurden alle Stellungen bereits eingenommen und dann immer wieder in neuen Variationen bloß behauptet. Jetzt sollte man die Ergebnisse der großen Experimente der letzten 5 Jahre überprüfen. 2 Jahre später, 1938, kommt Adorno als fester Mitarbeiter zum Institut für Sozialforschung in New York und stößt dort auf eben diese Kontroverse über das Verhältnis von Politik und Ökonomie im Faschismus sowie über die Frage, ob angesichts aktueller gesellschaftlicher Veränderungen Herrschaft noch länger der ökonomischen oder nicht vielmehr der politischen Sphäre entspringe, kurz wie die Ergebnisse der von Großmann sogenannten großen Experimente, das heißt des Faschismus bzw. des Nationalsozialismus in Deutschland und Italien, der Planwirtschaft in der Sowjetunion und der Politik des New Deal in den USA jeweils politisch-ökonomisch zu bewerten seien. Angesichts des Nationalsozialismus in Deutschland stellt sich die Frage, ob nicht die dortige Kommandowirtschaft den Kapitalismus als solchen außer Kraft setze. Während ein Teil der Institutsmitglieder, Franz L. Neumann, A.R. L. Gurland, Otto Kirchheimer und Herbert Marcuse, die These vertreten, dass der faschistische Staat nur die dem fortgeschrittenen Monopolkapitalismus angemessene politische Form darstelle, vertreten Pollock und Horkheimer die Ansicht, dass die gegenwärtige politökonomische Ordnung sowohl im nationalsozialistischen Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten durch den Begriff des Staatskapitalismus zutreffend zu erfassen seien. Pollock bezieht sich hier auf Rudolf Hilferdings Untersuchungen über das Finanzkapital und auf Lenins Überlegungen zum Staatskapitalismus im proletarischen Staat. Für Pollock gibt gerade das Wort Staatskapitalismus 4 Punkte besser an als andere scheinbar verwandte Ausdrücke. Nämlich, dass der Staatskapitalismus der Nachfolger des Privatkapitalismus ist, dass der Staat wichtige Funktionen des privaten Kapitalisten übernimmt, dass Privatinteressen noch eine bedeutende Rolle spielen und dass es kein Sozialismus ist. Franz Neumann, der Autor der ökonomischen Strukturanalyse des Dritten Reichs, Behemoth, erkennt als Kritiker der Staatskapitalismus-Theorie, dass sich zwar ein Funktionszuwachs der Politik gegenüber der Ökonomie feststellen lässt, die vorgestellte Stilllegung der marktwirtschaftlichen Dynamik im Staatskapitalismus nichtsdestoweniger aber auf eine Ökonomie ohne Ökonomie, auf einen Kapitalismus ohne Marktwirtschaft hinauslaufe. Denn wenn, wie Pollock behauptet, sämtliche wesentlichen Konstituenten einer kapitalistischen Ökonomie, Wertgesetz, Markt, Konkurrenz, Akkumulationsgesetz und das Profitmotiv der einzelnen Wirtschaftssubjekte außer Kraft gesetzt werden und an deren Stelle einem Generalplan gefolgt wird, ist die so entstandene Gesellschaftsform kein Kapitalismus mehr und der Begriff des Staatskapitalismus selbst eine Contradictio in adjecto. Aber Neumann brauchte sich bei den systematischen Schwächen der Staatskapitalismus-These gar nicht lange aufzuhalten, sondern konnte dezidiert empirisch nachweisen, mit seiner Studie Behemoth, dass es sich bei der nationalsozialistischen Kommandowirtschaft mit Sicherheit nicht um einen Staatskapitalismus handelte, dass es keinen Grund gibt, in Deutschland von Verstaatlichung zu sprechen. Ganz im Gegenteil, gibt es, wie er sagt, eine entscheidende Entwicklung von der Verstaatlichung hinweg. Alle von der öffentlichen Hand gehaltenen industriellen Positionen sind vor dem Nationalsozialismus errichtet worden. Die Macht des Privatkapitals ist gewiss durch das staatliche Kapital weder bedroht noch gar gebrochen. Ganz im Gegenteil spielt das Privatkapital bei der Kontrolle der öffentlichen Unternehmen eine entscheidende Rolle. Obschon die Kontroverse um den Primat der Politik oder den der Ökonomie im postliberalen Kapitalismus tief in das Selbstverständnis der Mitglieder des Instituts für Sozialforschung eingriff und trotz aller gegebenenfalls ökonomietheoretischen lehrreichen Gespräche, die er mit Pollock und anderen Mitarbeitern des Instituts in jener Zeit über wirtschaftliche Fragen geführt haben mag, macht sich Adorno dessen Position nicht zu eigen. Er zeigt sich mit Pollocks Staatskapitalismus-Aufsatz, von dem er vorab einige Abschnitte zu lesen bekommen hat, äußerst unzufrieden und hat Bedenken, sie in dieser Form überhaupt in der Zeitschrift für Sozialforschung zu publizieren. An Horkheimer schreibt er, ich kann meine Ansicht über diesen Aufsatz am besten dahin zusammenfassen, dass er eine Umkehrung von Kafka darstellt. Kafka hat die Hierarchie der Büros als Hölle dargestellt. Hier, also bei Pollock, verwandelt sich die Hölle in eine Hierarchie von Büros. Dazu ist das Ganze so thesenhaft und im Husserlschen Sinne von oben her formuliert, dass es der Eindringlichkeit völlig enträt, ganz apart von der undialektischen Annahme, dass in einer antagonistischen Gesellschaft eine nicht antagonistische Ökonomie möglich sei.
Der höllische Kapitalismus sei zu überwinden, nicht bürokratisch zu verwalten. Wohlverstanden, Adorno bringt hier nicht bloß Einwände gegen die Darstellung vor, sondern darüber hinaus auch ökonomische, die Pollock gegenüber direkt vorzubringen, er sich allerdings nicht zutraut, weil er, wie er schreibt, als Nicht-Ökonom nicht die Autorität hätte, die nötig wäre, solche Bedenken zu zerstreuen. Sachlich halte ich für das zentrale Problem der Arbeit die Frage, ob die herausgearbeitete Tendenz einer krisenfreien, von oben gelenkten Ökonomie wirklich die objektive Tendenz der Realität ausdrückt oder ob die ideale Reinheit dieser Konstruktion durch den antagonistischen Zustand der Gegenwart auch für die Zukunft im Prinzip ausgeschlossen ist. Ich fühle mich außerstande, die Frage wirklich zu beantworten. In New York sowie etwas später in Los Angeles dann näherte sich Adorno der Marx'schen Theorie dann unter anderem dahin an, dass bei ihm, Adorno, nun die Klassentheorie in den Vordergrund tritt. Sinnfällig wird das mit der Abfassung der Reflexion zur Klassentheorie von 1942 und er zugleich die gesellschaftliche Gewordenheit mehr in den Blick bekommt. Die Ware erkennt Adorno nun nicht mehr als philosophisches Konzept, wie noch bei Lukács, mit dem sich moderne wie vormoderne Gesellschaftszustände begrifflich erfassen ließen, sondern als eine Kategorie unter anderen Kategorien der materialistischen Gesellschafts- und Geschichtsbetrachtung und in diesem Fall ist es eine Kategorie, die lediglich für den Kapitalismus zuständig ist. Dies dürfte im Übrigen, auch am Rande, gestern hat ja jemand bei Demirisch gefragt, auch der Hauptgrund dafür sein, weshalb sich Adorno nach anfänglicher Begeisterung 1936 in der folgenden Zeit nur noch wenig für Alfred Sohn Rethels Untersuchungen zum Zusammenhang von Warenform und Denkform interessiert hat. Die Isolierung der Warenkategorie von ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang, der diese Ware als Ware erst hervorbringt, nämlich das Klassenverhältnis, ist für Adorno ab einem bestimmten Zeitpunkt seiner eigenen theoretischen Entwicklung nicht mehr statthaft. Ebenso schwindet die Bedeutung des Klassenbewusstseins. Adorno nimmt dieses nicht mehr, wie noch zuvor, als notwendige Voraussetzung für die Existenz von Klassen an, sondern bestimmt sie mit Marx durch die Stellung der Individuen zu den Produktionsmitteln. Bemerkenswerterweise bewahrt die soeben nachgezeichnete und recht unorthodoxe Aneignung der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie, die also nicht erst durch die Rezeption von Marx' Schriften, sondern eher durch ein spekulatives Weiterdenken dessen, was Adorno nur höchst vermittelt rezipiert hat, bewahrt diese Aneignung also Adorno davor, selbst zu einem schlicht orthodoxen Marxisten zu werden. Weder will er den Materialismus als einen rein ökonomisch abgeleiteten, etwa nach der Lehre von Basis und Überbau, gegen eine als bürgerlich abgetane Kulturtheorie ausspielen, noch den einen mit der anderen in einer Synthese zusammenzwingen, die letztlich beide um ihr jeweils Bestes brächte, nämlich die Einsicht in die materielle Verfasstheit der Gesellschaft sowie in die Ökonomisierung der Kultur. Ende der 1940er Jahre stellt sich die Situation für Adorno vielmehr so dar, dass die Bestimmung von Bewusstsein durch Sein zu einem Mittel geworden ist, nicht mit dem Dasein einverstandene Bewusstsein zu eskamotieren. Das Moment der Objektivität von Wahrheit, ohne dass Dialektik nicht vorgestellt werden kann, wird stillschweigend durch vulgären Positivismus und Pragmatismus in letzter Instanz bürgerlichen Subjektivismus ersetzt. In der starren Gegenüberstellung von Unterbau und Überbau, von Materie und Geist, sei bereits ein Moment der Statik und eben der Verdinglichung enthalten, die Marx als ideologisch kritisiert. Der Modus der Erkenntnis ist für Adorno die Dialektik, das sowohl erkenntnisleitende als auch praxisrelevante Telos ist die bestimmte Negation. Ökonomie ist für Adorno weiterhin, was sie bereits vor seiner Marx-Lektüre und der Mitarbeit am Institut für Sozialforschung gewesen ist, nicht bloß Warenproduktion und Zirkulation, sondern sie ist viel weiter gefasst. Nämlich als der unerschütterliche Grundsatz von Geben und Nehmen, das heißt als Tausch, indem man eben deshalb gibt, um zu bekommen. Dieser Grundsatz, der so uralt ist, dass er als anthropologische Konstante, als gar nicht anders denkbar erscheint, ist spätestens seit der Dialektik der Aufklärung das für Adorno grundlegende Prinzip der Erkenntnis, der Praxis und, insofern die Utopie als bestimmte Negation aufgefasst wird, eben auch das seiner Utopie.
Ökonomie ist der Stoffwechsel der Gesellschaft mit sich selbst und mit der Natur zum Zwecke der eigenen Reproduktion. Politische Ökonomie, Wirtschaft, ist nur ein Sonderfall der Ökonomie, wie Adorno sagt. Nicht haben die Tauschgesetze zur jüngsten Herrschaft als der historisch adäquaten Form der Reproduktion der Gesamtgesellschaft auf der gegenwärtigen Stufe geführt, sondern umgekehrt, die alte Herrschaft war in die ökonomische Apparatur zu Zeiten eingegangen. Gerade die Reflexion zur Klassentheorie legen die ökonomietheoretischen Grundlagen für die Dialektik der Aufklärung, indem sie die Ökonomie als Moment einer Metaökonomie erfassen, die Herrschaft ist und sich zu Zeiten in Form des Kapitalverhältnisses durchsetzt. Für Adorno geht es um das uralte Prinzip der Äquivalenz als Maßgabe von Gleichheit. Darum, dass es das Prinzip mindestens so alt ist wie die ältesten überlieferten Aufzeichnungen aus der Vorantike. So reagiere bereits der Spruch des Anaximander, der Fluch des Anaximander, wie Adorno ihn nennt, auf den Tausch des Gleich um Gleich als jenes gleichsam metaphysische A priori, nach dem sich das Schicksal, das Leben, der Tod und selbst die Götter richten müssten. Der Spruch lautet in der deutschen Übersetzung: Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das grenzenlos Unbestimmbare. Woraus aber das Werden ist, den seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit. Denn sie zahlen einander, also das Werden und das Vergehen, gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeit Anordnung. Dieser Spruch reflektiere bereits die Dynamik, die doch immer nur Statik schaffe, weil sie das immer Gleiche blind wiederholt und sich bis in die Gegenwart fortsetze. Die vergesellschafteten Subjekte sind ihrer selbst und der Gesellschaft noch nicht mächtig. Insofern verharrt trotz aller Rationalisierung der soziale Prozess im irrationalen Zyklus. Historische Dialektik, sagt Adorno, schon die Hegelsche, läuft in gewissem Sinn auf die Konstanz von Vergängnis hinaus. Was einmal bei Marx mit schwermütiger Hoffnung Vorgeschichte heißt, ist nicht weniger als der Inbegriff aller bisher bekannten Geschichte, das Reich der Unfreiheit. Daher insistiert die dialektische Theorie auf sich durchhaltende Kategorien, die in der modernen rationalen Form der Gesellschaft lediglich ihre Erscheinungsweise änderten. Daher sind bei Marx, so Adorno weiter, Ausdrücke wie die der Lohnsklaverei für die freie Lohnarbeit keine bloßen Metaphern, sondern eben Ausdruck historischer Konstanz der Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse von der Sklaverei bis hin zur Lohnarbeit. Dem von Adorno angesprochenen irrationalen Zyklus von ständigem Geben und Nehmen, über dessen Bannkreis nichts hinausführt, ist bis heute die Idee des Schicksals eingeschrieben. Insofern das jeweils Neue in der Menschheitsgeschichte als das immer Gleiche erfahren wird. So wie das Leben stets mit dem Tod endete, gab es mit dem Anschein naturgeschichtlicher Notwendigkeit stets Herrschaft und beherrschte und seit je waren Mangel und Triebverzicht an jener Tagesordnung, als deren erster Punkt nach wie vor "Es ist, wie es ist" aufgeführt wird. Es ist eine Dynamik, die sich trotz allem Binnenfortschritt, mit dem sie sich perpetuiert, gleich bleibt, weil, so Adorno, der immer gleiche Tausch von Gleich um Gleich gar nichts Neues zulässt, es entsteht immer bloß mehr. Wo Fortschritt allein im Anwachsen von Quantitäten besteht, verharrt die Menschheit weiterhin in einem Zustand, den Adorno als Mythos bezeichnet. Er ist die schlechte Realität, das immer gleiche Zusammengebackene der Welt. Mythos sei der Klumpen der Welt, so ist es, so wird es bleiben, so soll es sein. Insofern erkennt Adorno im Tausch nach Äquivalenten, der nichts zulässt, was sich nicht unter das Äquivalenzprinzip zwingen ließe, die Stillstellung jeglichen Fortschritts in emphatischem Sinne. Solange durch den Tausch geherrscht wird, solange herrscht auch der Mythos. Dennoch fungiert innerhalb des Bestehenden die Äquivalenz des Getauschten zugleich als Garantin für die Rationalität des Tausches. Wer hingegen etwas gibt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, macht sich bereits, so Adorno, eines Tricks verdächtig. Eingehalten werden soll das Gleich um Gleich, dessen gesellschaftlich objektivierte Idee, man könnte wohl auch sagen Ideologie, noch den als moralische Vorstellung objektiver Schuld einholt, der nimmt, ohne zu geben. Der mythischen, wieder aufgeklärten Gerechtigkeit gelten Schuld und Buße, Glück und Unglück als Seiten einer Gleichung. Gerechtigkeit geht unter in Recht. Und dieser Satz deutet bereits darauf hin, dass Adorno die Idee der Gerechtigkeit trotz aller Einsicht in ihr ideologisches Wesen nicht einfach aufgeben will, deutet also darauf hin, dass Gerechtigkeit nicht in Recht untergehen soll. Mit der Selbstzivilisierung der Menschheit mittels Rationalität hat sich zugleich
Entschuldigung, auch eine Form rationaler Herrschaft durchgesetzt, insofern sowohl jene, nämlich die Rationalität, als auch die Herrschaft vom selben Prinzip zehren, dem der Gleichheit. Sie regelt Strafe und Verdienst in der Zivilisation und ist allwärtiges Prinzip zivilisierter, das heißt rationaler Herrschaft. Die bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent, so schreibt Adorno in der negativen Dialektik. Sie macht Ungleichnamiges komparabel, indem sie es auf abstrakte Größen reduziert. Der Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen nicht aufgeht. Der moderne Positivismus verweist es in die Dichtung. Einheit bleibt die Losung von Parmenides bis auf Russell. Beharrt wird auf der Zerstörung von Göttern und Qualitäten. Entmystifizierung hieße also demnach nicht Aufklärung dessen, was als mythisch erscheint, sondern Abschneiden und beiseite schieben all dessen, was der Ratio nicht unmittelbar eingängig ist. Nur durch das Abstrahieren vom Qualitativen, das die Begriffsbildung mit sich bringt, wird das Objekt, das unter dem Begriff gefasst wird, zähl und messbar und damit dem bereits Bekannten ähnlich. Und das Sekuritätsversprechen der Aufklärung lautet, dass die Objekte einander ähneln und durch ihre Ähnlichkeit der Ratio sämtlich bis hin zu ihrer Beherrschbarkeit zu Dienste stehen, vorweg in den Naturwissenschaften, die zuallererst auf Praxis gehen. Es nimmt eine Aufklärung durch Tabellierung ihren Lauf, die sich dahingehend verselbstständigt hat, dass sie alles, was sie nicht messen und ordnen lässt, als unnachweisbar und also irrational zurücklässt, schließlich bis hin zum Individuum, das sich mittels dieses Rationalitätsanspruchs selbst bezwingt und beherrscht. Die Ideale der französischen Revolution von Freiheit und Gerechtigkeit durch Gleichheit, die sich als bürgerliche Werte und infolgedessen als bürgerliches Recht etabliert haben, erscheinen in ihr jeweiliges Gegenteil verkehrt. Individuelle Freiheit besteht unterm Kapital als Freiheit des Verkaufs und des Konsums, inklusive Verkauf und Konsum von Arbeitskraft. Gleichheit ist die Folge des Absehens von den bestimmten Personen, die diese Transaktionen vollziehen. Die Größe des Werts der Waren, wie des Geldes, ist einerseits nicht von den Besitzern abhängig, wohingehend andererseits der liberalen Ideologie zufolge die Menge des jedem zur Verfügung stehenden Geldes abhängig von individueller Leistung ist. Gerechtigkeit herrscht aufgrund der Gültigkeit des universal vollzogenen Tauschs nach Äquivalenten. Alle Gesellschaftsmitglieder sind idealerweise formal gleich frei, sich ihrem Willen gemäß der formal gerechten Konkurrenz untereinander zu stellen. Insofern diese Konkurrenz immer auch eine um die Möglichkeit der Aneignung von Waren, also um Geld ist, und der Erwerb von Geld, weil es allgemeines Äquivalent ist, lebensnotwendig ist, verkehrt sich Freiheit für die Arbeiter in die Unfreiheit, Gelderwerb, sprich Lohnarbeit, als materielle Notwendigkeit hinzunehmen. Das heißt, der dergestalt Freie muss sich, um seiner Existenz willen, durch die Verhältnisse genötigt, zur Unfreiheit zwingen. Gleichheit als freie Konkurrenz wird zum existenziellen Kampf gegeneinander, einerseits innerhalb der Klassen, vorrangig aber zwischen den Klassen. Gerechtigkeit wird gewährleistet durch die Einhaltung des Äquivalenzprinzip, der dieser Gerechtigkeit Zwangsverpflichtete muss sich unter das ihn benachteiligende Prinzip Arbeitskraft gegen Lohn zwingen. Das heißt, das zwangsverrechtlichte Individuum muss sich in den Kampf mit anderen virtuell Überflüssigen begeben. Kurz gesagt, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit setzen sich als Zwangsmechanismen durch, im sachlichen Zwang sich persönlich den kapitalistischen Reproduktionsmechanismen zu fügen. Das besondere Individuum wird so der Allgemeinheit der Gesellschaft subsumiert, welche ihm niemals zu wählen gestattet, ob es auf jene Formen von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit nicht lieber verzichtete. Adorno weist darauf hin, dass um die Zeit, als die große französische Revolution stattgefunden hat, die entscheidenden wirtschaftlichen Positionen bereits von dem Bürgertum besetzt waren. Das heißt also, dass das manufakturelle und bereits das beginnende industrielle Bürgertum die Produktion beherrschte, während demgegenüber die feudale Klasse und die mit ihr assoziierten und in der absolutistischen Sphäre zusammengefassten Gruppen eigentlich an Produktivität im Sinne der gesellschaftlich nützlichen Arbeit kaum mehr einen Anteil gehabt haben. Diese Schwäche des Absolutismus ist die Bedingung dafür gewesen, dass die Revolution hat ausbrechen können, und man wird schwer bestreiten können, sagt Adorno weiter, dass das, was in der Selbstglorifizierung des revolutionären Bürgertums wie eine unbeschreibliche Tat der Freiheit erschien, eigentlich vielmehr eine Verifizierung eines Zustandes ist, der bereits gegeben war. Und damit hängt zusammen, dass alle bürgerlichen Revolutionen, dadurch, dass sie lediglich, ich möchte sagen, etwas offiziell, etwas de jure machen, was de facto schon da gewesen ist, immer auch so einen Moment des Scheinhaften und Ideologischen haben.
Je freier, gerechter und näher an formaler Gleichheit die Individuen unterm Kapital eben diesem zuarbeiten können, desto einfacher gestaltet sich die gesellschaftliche Durchsetzung der politisch-ökonomischen Bestimmung des Kapitals, desto mehr sind jene selbst, das heißt aktiv Vollstrecker ihrer eigenen Unfreiheit, Ungerechtigkeit, Ungleichheit. Marx zieht aus dieser Tatsache die Konsequenz, die vermeintlich emanzipativen Prinzipien als ideologische Mittel zur Durchsetzung der ökonomischen Herrschaft des Kapitals zu kritisieren, und er verwirft damit die Idee der Gerechtigkeit als ideologisch. Adorno dagegen nimmt die bloß hypostasierte Idee der Gerechtigkeit beim Wort. Ironischerweise fällt sich Marx damit so, als sei der Gerechtigkeitsbegriff bereits als utopischer gemeint, wo er doch bloß formal war, um von ihm, da er sich nicht erfüllt, abzurücken. Adorno will im Gegensatz dazu den Begriff auf seinen utopischen Gehalt erst noch hinführen. In der negativen Dialektik nochmals kommt Adorno auf dieses Motiv des universalen Tausches nach Äquivalenten als jenes Recht, das der Gerechtigkeit hohn spricht, zurück. Recht ist das Urphänomen irrationaler Rationalität. In ihm wird das formale Äquivalenzprinzip zur Norm. Alle schlägt es über denselben Leisten. Solche Gleichheit, in der die Differenzen untergehen, leistet geheim der Ungleichheit Vorschub. Nachlebender Mythos inmitten einer nur zum Schein entmythologisierten Menschheit. Die Rechtsnormen schneiden das Nichtgedeckte, jede nicht präformierte Erfahrung des Spezifischen um bruchloser Systematik willen ab und erheben dann die instrumentale Rationalität zu einer zweiten Wirklichkeit sui generis. Das juristische Gesamtbereich ist eines von Definition. Seine Systematik gebietet, dass nichts in es eingehe, was deren geschlossenem Umkreis sich entziehe. Der stete Tausch von gleich um gleich verhält, wie gesagt, das Bestehende zu einer gigantischen Tautologie des Qualitativen sein soll, was ohnehin schon ist. Was investiert wurde, soll sich als mehr rentieren, nicht jedoch als völlig anderes, welches die Identität des Tausches sprengte. Der Schritt vom Chaos zur Zivilisation, in der die natürlichen Verhältnisse nicht mehr unmittelbar, sondern durch das Bewusstsein der Menschen hindurch ihre Macht ausüben, hat am Prinzip der Gleichheit nichts geändert. Ja, die Menschen büßten gerade diesen Schritt mit der Anbetung dessen, dem sie vorher bloß wie alle anderen Kreaturen unterworfen waren. Zuvor standen die Fetische unter dem Gesetz der Gleichheit. Nun wird die Gleichheit selbst zum Fetisch. Die Binde über den Augen der Justitia bedeutet nicht bloß, sagt Adorno, dass ins Recht nicht eingegriffen werden soll, sondern dass es nicht aus Freiheit stammt. Nur in der negativen Gleichheit, in der Blindheit der Abstraktion von jenen Einzelnen, für die es da sein soll, gelingt es dem Recht, Gerechtigkeit walten zu lassen. Alle werden nur insofern als gleich angesehen, als alle gleichermaßen jeweils gar nicht erst angesehen werden. Gerechtigkeit den Individuen gegenüber ist nur möglich als Negation des jeweils Individuellen. Was gleich gilt, sind nicht die Individuen, sondern ist das Individuum als Gedankenabstraktum. Gerechtigkeit verkommt so ebenfalls zur Tautologie. Sie widerfährt nur jenem Individuum, das um dieser Gerechtigkeit willen von allem Individuellen abstrahiert ist. Gerechtigkeit ist Resultat einer ideologischen Gleichsetzung, die allerdings nicht erst im Recht geschieht, sondern in der gesellschaftlichen Realität insgesamt. Denn die Abstraktion, deren Ergebnis das Individuum ist, ist insofern objektive Realität, als die Individuen nunmehr gesellschaftliche Funktion der übergeordneten Totalität sind. Daher ist das so beschriebene Recht auch zugleich die richtige Form des falschen Ganzen, und wie jede Ideologie hat auch die des Rechts ihre Wahrheit, nämlich darin, dass die Gleichsetzung aller als gesellschaftlich gültige ihre materielle, das heißt ihre ganz praktische Realität besitzt, die fraglos auch einen emanzipatorischen Fortschritt bedeuten kann. Horkheimer sagt in einem Seminar, das er gemeinsam mit Adorno abhält, dass es im Alten Testament heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bedeutet eine Regelung der barbarischen Strafe, die im Grunde eine Milderung war, weil das Strafmaß vorher überhaupt nicht festgelegen hatte. Wenn es also heißt, dir wird nicht mehr getan, als du dir selber zufügst, das ist der Preis, den du zahlen musst, dann liegt hier das Tauschprinzip zugrunde. Zur Dialektik des Rechts gehört also, dass es Schein und Wahrheit zugleich ist, und das Wahre im Unwahren ist durchaus partikular und daher deformiert, aber es ist nichtsdestoweniger doch auch wahr. Die Menschenrechte beispielsweise mögen unbenommen zwar Ideologie sein für Menschen, die in Ländern leben, die jene zu achten vorgeben, nicht die Menschen, sondern die Menschenrechte, hat diese Ideologie aber gegebenenfalls reale emanzipative Auswirkungen.
Freiheit und Gleichheit sind Schein und Vermittlung des Tausch- und Kapitalverhältnisses, aber für jemanden, der durch eine Diktatur zur Flucht gezwungen wird, entscheidet die Existenz dieses Scheins über Leben und Tod. Der Schein selber ist eine Realität, denn ob es ihn gibt, diesen Schein, entscheidet darüber, ob es möglich ist, in einer bürgerlichen Gesellschaft zu überleben. Insofern enthält auch Gerechtigkeit und mit ihr das Recht die Spur einer Utopie. In einer versöhnten Gesellschaft wäre das Recht dahingehend eingelöst, dass keine Rechte mehr postuliert werden müssten. Eine emphatische Idee von Gerechtigkeit, die das jedes Einzelnen meinen muss, wäre die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Politik, sagt Adorno, der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren. Sie sollte stattdessen den besseren Zustand denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. In der negativen Dialektik heißt es an anderer Stelle, Kritik am Tauschprinzip als im Identifizierenden des Denkens will, dass das Ideal freien und gerechten Tauschs, bis heute bloß Vorwand, verwirklicht werde. Das allein transzendierte den Tausch. Zum einen kommt hier der vorhin kurz angesprochene utopische Gehalt der bestimmten Negation zum Tragen. Eine Veränderung ist nur möglich durch das Bestehende hindurch, nicht in dessen abstrakter Negation. Zum zweiten legt Adorno hier deshalb seinem Tauschbegriff denjenigen Tausch zugrunde, der unter den gegebenen Verhältnissen, das heißt unterm Kapital, erst ermöglicht, dass die Konsumtion auf die Produktion übergreift. Es ist die eine entscheidende Stelle, wo es sich um die wahre Arbeitskraft handelt, an der es, wie Adorno sagt, indem es mit rechten Dingen zugeht, zugleich nicht mit rechten Dingen zugeht. Da beim Tausch etwas gleich und zugleich nicht gleich ist, liege der Schein im Tauschvorgang im Begriff des Mehrwerts, dem die reale Aneignung der Mehrarbeit durch den Käufer der Arbeitskraft unter Einhaltung des äquivalenten Tauschs zugrunde liegt. Die Offenlegung dieses Prinzips durch Marx bezeugt für Adorno, dass jener die Dialektik ernst nimmt und nicht einfach bloß mit ihrer Terminologie kokettiert. Die dialektische Pointe, die Adorno von Marx erkannt sieht, ist die, dass die Behauptung der Äquivalenz des Getauschten, Basis allen Tausches, gerade von dessen Konsequenz desavouiert wird, indem das Tauschprinzip Kraft seiner immanenten Dynamik auf die lebendige Arbeit von Menschen sich ausdehnt, verkehrt es sich zwangvoll in die objektive Ungleichheit, nämlich in die der Klassen. Die Lehre vom Mehrwert nennt Adorno das Kernstück der marxischen Theorie nicht nur, weil sie das Aufeinandertreffen von Produktion und Konsumtion, also einen im Grunde ökonomischen Sachverhalt beschreibe, sondern zugleich die das ganze zusammenhaltende gesellschaftliche Dynamik, die die gesellschaftlichen Konflikte und Bedingungen produziere. Die Mehrwerttheorie sei ebenso ökonomisch wie gesellschaftlich zu verstehen, als Indifferenzpunkt von Wirtschaft und Gesellschaft. Adorno zufolge erhält sich die antagonistische Totalität erst mittels der Widersprüche. Auch bei Adorno ist der fundamentale Antagonismus, wie bei Marx, der der Klassen. Die Diagnose gesellschaftlicher Totalität impliziert die des gesellschaftlichen Antagonismus und umgekehrt. Die Gesellschaft, sagt Adorno, erhält sich nicht trotz ihres Antagonismus am Leben, sondern durch ihn. Da das einzelne Individuum sich nur durch das Kapitalverhältnis reproduzieren kann, reproduzieren die Individuen unweigerlich auch diese Zwangsbeschaffenheit der Gesellschaft, durch die jeder von uns, sagt Adorno wieder, mit Haut und Haaren von dieser Gesellschaft gefressen wird. Und weil jeder seine Funktion im Kapitalprozess bei Androhung des persönlichen Untergangs erfüllen muss, besteht der objektive Klassengegensatz fort, solange die Gesellschaft sich durch diesen Gegensatz erst konstituiert. Nur dadurch, dass in dieser Weise die Gesellschaft gespalten ist und eine Menge Verfügender denen gegenübersteht, die von den Produktionsmitteln getrennt sind, nur vermöge dieses Antagonismus, hat bis heute jedenfalls das Leben überhaupt sich perpetuiert. Die weitere Geschichte der Menschheit entscheide sich daran, ob es ihr gelingen wird, aus dieser furchtbaren Verstrickung herauszukommen. Was das andere meint und ins andere führen soll, um sich zu verwirklichen, entwickelt selber das Prinzip in sich, gegen das es sich wendet. Dadurch steht es stets in Gefahr, eben wieder in den Mythos zurückzufallen. Die Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft verlängert die Herrschaft, welche immer ihre Form sei, und ist dergestalt eine ständig notwendige Änderung, damit alles bleibt, wie es ist. Trotz aller inneren gesellschaftlichen Dynamik bleibt das Ganze der Gesellschaft immer dasselbe, die Fortdauer der Vorgeschichte, das unablässig als ein anderes, ungeahntes, alle Bereitschaft übersteigendes sich verwirklicht, getreuer Schatten der sich entfaltenden Produktivkräfte.
Die beständige Entfaltung der Produktivkräfte, in deren bloßem Wort, wie Adorno sagt, bereits eine Drohung mitklinge, ist selbst Ausdruck der rücksichtslosen Naturbeherrschung, ist ein blindes Moment des Immergleichen, dessen, was Adorno als Mythos begreift. Während Marx den Tausch als den von Gleichen und doch Ungleichem enthüllt, zielt Adorno trotz Kritik der Ungleichheit in der Gleichheit auch auf Gleichheit. Bei aller Skepsis gegen die Rancune, also die Vorbehalte, im bürgerlichen Egalitätsideal, das nichts qualitativ Verschiedenes toleriert. Mit dieser Kritik des Egalitätsideals bezieht sich Adorno auf einen Zustand der Fülle, so sagt er, indem es repressiv wäre, die Beefsteaks zu zählen, die jeder isst, weil jeder ohnehin so viele essen kann, wie er will, während manche vielleicht in einem solchen Zustand es verschmähen werden, weiter Fleisch zu essen. Solange es nicht so weit ist, hat noch die vulgärmaterialistische Phrase vom Teilen recht. Bis dahin wäre zart einzig das Gröbste, dass keiner mehr hungern soll. Adorno wendet sich gegen den Kultus der Gemeinschaft als Selbstzweck, der Anzeige, dass man den Inhalt der Gemeinschaft, eine menschenwürdigere Einrichtung der Welt, vergessen hat. Eine wirkliche Gemeinschaft aber wäre eine von freien Menschen. Dazu müsste Adorno zufolge der Tausch werden, was er aufgrund seiner Abkunft vom Identitätsprinzip auch sein könnte, nämlich gerecht. In einer richtigen Gesellschaft würde der Tausch nicht nur abgeschafft, sondern erfüllt. Zwar erheischt Humanität, dass dem Zug um Zug, gleich um gleich ein Ende bereitet werde, dass der verruchte Tausch von Äquivalenten aufhöre, indem der uralte Mythos in der rationalen Ökonomie sich wiederholt. Der Prozess hat jedoch seinen dialektischen Knoten daran, dass, was über dem Tausch ist, nicht hinter diesen zurückfalle, dass nicht dessen Suspension abermals Menschen als die Objekte von Ordnung um den vollen Ertrag ihrer Arbeit bringe. Die Abschaffung des Äquivalententausches wäre dessen Erfüllung. Solange Gleichheit als Gesetz herrscht, wird der Einzelne um Gleichheit betrogen. In der Folge zerfielen auch das System aller anderen ökonomischen Kategorien wie Klassen, Waren, Geld und Kapital. Der Tausch wäre nicht länger ökonomisch, die Menschheit würde vom gerechten Tausch erlöst, indem er endlich gerecht sich erfüllt. Zugleich sei das Unrecht, das im Äquivalententausch steckt, aber die Bedingung möglicher Gerechtigkeit. Die Erfüllung des immer wieder gebrochenen Tauschvertrags, nämlich bei der Aneignung von Mehrwert, konvergierte mit dessen Abschaffung. Der Tausch verschwände, wenn wahrhaft Gleiches getauscht würde. Der wahre Fortschritt im Tausch gegenüber, nicht bloß ein anderes, sondern auch dieser zu sich selbst gebracht. Dass eine emphatische Idee von Gerechtigkeit bis heute nicht verwirklicht ist, bedeutet für Adorno nicht, dass sie deshalb preiszugeben, dass das Prinzip der Gleichheit abstrakt zu negieren, dass der Tausch nach Äquivalenten einfach abzuschaffen sei. Denn würde als Ideal verkündet, es solle zu höheren Ehre des irreduzibel Qualitativen nicht mehr nach Gleich und Gleich zu gehen, so schüfe das Ausreden für den Rückfall ins alte Unrecht. Denn der Äquivalententausch bestand von alters her gerade darin, dass in seinem Namen Ungleiches getauscht, der Mehrwert der Arbeit approbiert wurde. Die blinde Negation, in der Vernunft die Einzelinteressen abstrakt übersprenge, reproduzierte hingegen das schlecht Partikulare. Das Verweilen beim Konkreten ist unauslöschliches Moment dessen, was von der Partikularität sich befreit, während doch deren Bestimmtheit in solcher Bewegung ebenso als beschränkt bestimmt wird, wie die blinde Herrschaft eines Totalen, das der Partikularität nicht achtet. Während in der bestehenden Gesellschaft wertvermittelt getauscht wird, kann die Lösung Adornos nicht sein, nach Abschaffung des Äquivalententauschs zukünftig unmittelbar ungleich zu tauschen. Annullierte man simpel die Maßkategorie der Vergleichbarkeit, so träten anstelle der Rationalität, die ideologisch zwar, doch auch als Versprechen dem Tauschprinzip innewohnt, unmittelbare Aneignung, Gewalt, heutzutage nacktes Privileg von Monopolen und Klicken. Adornos Utopie ist vielmehr, dass in nachkapitalistischen Gesellschaften, in denen, wie er sagt, ja sicher nicht davon die Rede sein kann, dass nicht mehr getauscht würde, jeder Tausch für sich gerecht wäre, ohne dass die partikulare Gerechtigkeit von einer allen Individuen übergeordneten Totalität wieder kassiert würde. Gerechtigkeit im emphatischen Sinne, um diesen Kreis zum bereits erörterten zu schließen, verwirklichte sich nicht im Postulat einer vermeintlichen Gleichheit, sondern in einem Zustand, in dem alle versöhnt in ihrer faktischen Ungleichheit lebten. Gerechtigkeit, die Adorno meinte, wäre somit nicht Resultat von Gleichheit, sondern von Ungleichheit.
Adornos Kritik der politischen Ökonomie ist Kritik an einer Gesellschaft, die stets noch Resultat eines Fortschritts ist, der in all seiner immanenten Dynamik als Ganzer zugleich ein statisches ist, insofern er nicht über sich hinausgeht, sondern immer nur Mittel zum Selbstzweck ist, Fortschritt an und für sich. An der Ökonomiekritik, wie sie Marx geübt hat, erkennt Adorno die Schwäche, dass sie in verdinglichtes und oft wahrhaft ökonomistisches Denken zurück und damit einer Fetischisierung der Sphäre Ökonomie anheimfällt. Adorno hingegen geht es darum, den dialektischen Kern der marxischen Ökonomie herauszubringen. Marx, sagt Adorno, wollte keine Deskription der Dynamik des freien und gerechten Tausches geben, sondern sagt, ihr sprecht von freiem und gerechten Tausch, gut, ihr sollt ihn haben, aber dabei wird sich zeigen, dass er gerade, indem er seinen Begriff erfüllt, das Gegenteil von freiem und gerechten Tausch ist, nämlich seinem Sinne nach die Aneignung des Mehrwerts einschließt. Weniger ökonomisch geredet, so Adorno weiter, dass das Tauschverhältnis, zur Totalität erhoben, aufs Klassenverhältnis herauskommt. Gleich ist ungleich. Und diesen Kern, sagt Adorno, den freilich die orthodoxen Marx-Exegeten am letzten zugeben werden, halten wir eben für dialektisch. Das war's. Bin ich der Einzige? Ja, ich glaube ich auch nicht. Das kann ich tun, dass man hier was hört. So, das war der Mute-Schalter, alles klar. Selbst gefunden. Ja, vielen Dank, Dirk Braunstein. Jetzt liegen wir doch noch 10 Minuten unter der von dir projektierten Zeit. Für den Vortrag, meine ich. Ist doch gut. Bleibt uns noch viel Zeit zu klären. Da habe ich eine Meldung, bitte. Moment. Genau, wir warten immer noch aufs Mikrofon, damit das Ganze auch gut aufgezeichnet wird. Ja, ich möchte vorab mal sagen, dass... Entschuldigung, ich muss einmal kurz noch vorweg sagen, bitte kurz fassen, weil das dient natürlich sozusagen, ist doch schön, wenn man das einmal vorher hört. Das dient letztendlich auch so der Vielzahl der Beiträge. Also ich stimme eigentlich dem Vortrag im Allem zu, aber ich habe trotzdem bei den Formulierungen, die Adorno wählt und die Sie zitiert haben, manchmal arge Bedenken gehabt. Sie hatten eine Passage, ich kann das einfach nicht... ganz so kurz, wie Sie es wünschen. Darf ich es trotzdem ausführen? Weitwegen, ja. Sie hatten ja vorher zu Recht gesagt, dass Adorno irgendwann in der Mitte Ihres Vortrags, dass er zu der Erkenntnis kommt, dass vorbürgerliche Kategorien in der bürgerlichen Ökonomie weiter wirken. Das bedeutet, dass das zentrale Problem ist die gesellschaftliche Herrschaft. Ja? Gesellschaft bleibt eine Klassengesellschaft, wie sie immer war. Lohnsklaverei. Ja? Und dass das eigentlich nur sich wandelt, der Form nach wandelt. In der kapitalistischen Gesellschaft sieht es so aus, als Äquivalente getauscht werden. Tatsächlich aber passiert ja, dass in jedem Äquivalententausch Mehrwert realisiert wird. Immer wenn man Ware kauft, in jeder Ware, die getauscht wird, ist Mehrwert enthalten und wird im Konsum der Mehrwert realisiert. Na? Also Profit erwirtschaftet. Das sieht man aber nicht. Es ist tatsächlich so, dass Äquivalente getauscht werden, weil der Mehrwert ja in der Produktion als Mehrarbeit erzeugt wird. Und dann gibt es immer, so ist es wirklich, das weiß Adorno auch, und Sie haben dann auch den Bogen wieder zurückgefunden. Jetzt am Ende wird das alles wieder sehr schön. Aber dann gab es eine Phase zwischendurch, wo es immer so schien, als sei das Äquivalenzprinzip, also der Tausch selber, schon der Grund allen Übels. Es war phasenweise völlig vergessen, dass im Tausch sich gesellschaftliche Herrschaft reproduziert. Also dass der Tausch nur der Schein ist, hinter dem in Wirklichkeit ganz andere Dinge vor sich gehen. Und das lag jetzt gar nicht am Referenten, sondern manche Formulierungen von Adorno sind einfach so, dass man auf falsche Spuren kommt. So zum Beispiel die Formulierung, das Unrecht wohnt dem äquivalenten Prinzip selber inne. Nein, das ist doch nicht ganz richtig, wenn man das so sagt, oder dem Tausch selber inne. Das Unrecht wohnt doch der Tatsache inne, dass
im Tausch Herrschaft reproduziert wird. Dass der Tausch also in dem Sinne nur ein realer Schein ist. Real, darin liegt das fortschrittliche Moment. Ne? Man kann sich zur Not darauf berufen, das haben Sie ja auch gesagt, etwa in vorbürgerlichen Gesellschaften. Aber doch auch Schein. Und das geht bei Adorno dann phasenweise immer wieder verloren, wenn er ohne diesen Punkt zu benennen, immer wieder nur das Äquivalenzprinzip in den Mittelpunkt drückt, so als sei es das selber. Und das stört ungemein, also mich jedenfalls, in dieser historischen Situation, weil wir ja auch eine Kritik haben, die eine Kritik am Geldsystem ist, als Tausch, die sehr reaktionär ist. Das betont ja Adorno auch wieder. Also wenn er sagt, also den Tausch einfach abzuschaffen, das würde wieder in unmittelbare Gewaltverhältnisse zurückführen. Das geht nicht. Es gibt aber ganz viele heute, die sozusagen genau in dieser Richtung das Äquivalenzprinzip zitieren. Und ich habe schon so viel Literatur gefunden, wo solche Sätze von Adorno dann zitiert werden und die Kritik ins genaue Gegenteil umschlägt. Es gibt Sätze bei Adorno, die sich dazu eignen. Ja, wollen wir Dirk Bornstein jetzt Gelegenheit geben, darauf zu antworten? Also, ich nehme das mal raus einfach. Und dann kann man mal. Genau. Ich weiß, was Sie meinen. Ich gebe Ihnen da auch recht. Wenn man sich einfach auf den Tausch beruft bei Adorno, wie es ja ganz viele machen, dann erscheint das sofort so, als ob Adorno quasi eine Art bestenfalls Zirkulationsmarxist gewesen sei, der einfach meint, der Warentausch selbst sei aus irgendwelchen Gründen von übel. Also wie Sie das auch bereits gesagt haben, das Unrecht wohnt dem Tausch quasi per se inne, als ob das ein Apriorismus ist. Wer tauscht, lebt quasi verkehrt. So ist es natürlich. Kann es nicht sein, so ist es bei Adorno auch nicht gemeint. Und ich gebe Ihnen recht, damit habe ich mich auch in meiner Arbeit beschäftigt, das herauszubekommen, dass Adorno tatsächlich immer diesen einen bestimmten Tausch vor Augen hat, nämlich den von Lohn gegen Arbeitskraft. Genau, da wo wirklich der Mehrwert geschaffen wird, dass der sozusagen einfach perpetuiert wird, in allen weiteren Täuschen. Das überhaupt bei Adorno rauszufinden, ist wirklich schwierig. Das steht fast an keiner Stelle explizit bei Adorno. Und wenn dann irgendwelche Leute, das kann ich gut verstehen, wenn die sich das dann natürlich rausnehmen, dann steht das aus jedem gesellschaftlichen Zusammenhang und plötzlich denkt man, der Tausch sei das, was die Gesellschaft sozusagen zur falschen verhalte. So ist es ganz sicher nicht gemeint. Darf ich da aber noch vielleicht anschließen, die Frage oder die Überlegung, als du vorhin darstelltest, wie in Mitte der 30er Jahre im Institut Pollock, Grossmann sozusagen aufgefordert waren, sich zu den ökonomischen Verhältnissen der damaligen Gesellschaft, natürlich auch zu der Tatsache des veränderten oder möglicherweise veränderten Systeme des Faschismus und der wirtschaftlichen Verhältnisse unter dem Faschismus zu äußern, hat sich Adorno, wie du darstellst, eher zurückgezogen und die Auseinandersetzung mit Pollock, der ja so als einer der Protagonisten dieser staatskapitalistischen Sichtweise durchaus zu benennen ist, die Auseinandersetzung hat er nicht aufgegriffen. Nee, die hat er gescheut aus genau. Verschiedenen... Und mir fehlt jetzt vielleicht einfach informationsmäßig auch noch der Konnex zu der dann hinterher von dir dargestellten tatsächlichen Beschäftigung Adornos, der sich ja als Nicht-Ökonom ja dann durchaus damit beschäftigt hat, zu den Institutsmitarbeitern und zu Horkheimer, der ja auch einen großen Teil dieser Staatskapitalismus-These in seinen Sachen übernommen hat. Ja, Horkheimer selbst hat, das ist aufgezeichnet in einem Band, den ironischerweise oder gar nicht so ironischerweise vielleicht wiederum Friedrich Pollock geschrieben hat, nämlich Späne aus Unterhaltungen mit Horkheimer, hat aufgeschrieben, dass sie sich eines Nachts über den Staatskapitalismus, über den Begriff des Staatskapitalismus nochmal unterhalten haben. Eigentlich rekapitulierend, das war schon Anfang der 40er oder Mitte der 40er und wo beiden klar war, dass dieser Begriff eigentlich nicht das zu leisten imstande gewesen sei damals und für die
seinerzeit dann aktuelle Situation, dass der Begriff, wie es dann wortwörtlich heißt, nicht zu gebrauchen sei. Also diese Staatskapitalismus-Theorie, die in den Anfang der 40er Jahre oder auch Ende der 30er Jahre so eine große Rolle gespielt hat, die wurde dann später nicht mehr aufgegriffen und sämtliche Ökonomen, die damals schon ihre Zweifel hatten oder sich ganz konkret gegen diese Staatskapitalismus-Debatte wandten, haben sich niemals weiter damit auseinandergesetzt, sondern einfach ihre Position weiterverfolgt, die sich dann als viel fruchtbarer erwiesen haben. Und Pollock und ja vor allem Horkheimer haben sich mit Ökonomie dezidiert dann auch gar nicht weiter beschäftigt. Pollock schon, der hat noch in den 60er Jahren ein Buch über Automatisierung geschrieben, aber ist als Ökonom im weiteren Sinne eigentlich nicht mehr hervorgetreten, schon gar nicht als Nationalökonom. Aber wenn wir diesen Begriff Staatskapitalismus jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt haben, kannst du den kurz umschreiben oder kannst du das deutlich machen, was die wesentlichen Bestandteile dieser Theorie sind? Ja, das war einfach Analyse sind. Pollock ist davon ausgegangen, dass der Staatskapitalismus darin besteht, dass es eine gewisse Durchplanung der Gesellschaft gibt und dass der Staat eigentlich zu dem wird, was Engels als ideellen Gesamtkapitalismus begriffen hat, nämlich ein integraler Staat, der sämtliche, das ist ungefähr das, was Alex Dimirovich gestern auch schon gesagt hat, der sämtliche Bereiche abdeckt, aber da er kein Sozialismus ist, in einer Art Kapitalismus verbleibt. Ich frage mich nicht, wie das funktionieren soll, das hat Norman ja auch gesagt, dann kann es ja halt kein Kapitalismus sein, wenn es so ist, wo zwar immer noch liberale, wirtschaftsliberale Prinzipien gelten, gleichzeitig aber eigentlich das, was, würde ich sagen, die Wirtschaftsliberalität ausmacht, abgeschafft wird, weil das durch einen Plan ersetzt wird. Ich weiß, dass es nicht besonders eingängig ist, aber Wo ist denn das Mikrofon jetzt eigentlich, was hier so kursiert? Da ist auch eine Meldung einmal oben, dann kannst du mal Almut, ja? Das, dort ganz oben. Und du als Nächste dann bitte. Ja, ich habe noch eine Frage. Du hast mehrmals den Begriff von Versöhnung bei Adorno benutzt. Ob du den vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausführen könntest oder noch mal zu konkretisieren, weil es sehr dicht war. Und er an den zwei Stellen ja auftauchte, einmal zum Recht oder zu Gerechtigkeit und zum Tausch, wie er den in der, wie auch immer, freien Gesellschaft eben natürlich sich nicht genau vorstellt, aber Der Begriff der versöhnten Gesellschaft kommt bei Adorno als einer von mehreren Synonymen für die tatsächliche Utopie zur Sprache. Die versöhnte Gesellschaft, Versöhnung muss man, glaube ich, beziehen auf die Antagonismen, die Adorno in den Gesellschaften, in der bestehenden Gesellschaft sieht, dass diese miteinander versöhnt werden und in einer bestimmten Negation auf höherer Stufe aufgehoben werden. Das ist halt natürlich eine hegelische Figur. Die Versöhnung wäre die von Besonderem und Allgemein, von Subjekt-Objekt, dass es keinen Grund mehr gibt, die partikularen Interesse einer Allgemeinheit unterzuordnen. Das, ich glaube, heute würde man das wahrscheinlich mit einer Art Radikaldemokratie dergleichen bezeichnen. Also ein Zustand, in dem, wenn es einem besser geht, es auch allen besser geht, weil das Glück des einen das Glück des aller oder andersrum eben wäre. Also wenn es keine Differenz mehr gibt, darum geht es zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Also wenn die Antagonismen eben aufgehoben wären. Hast du genickt und ist das okay? Einmal zum Recht, also ja. Gerechtigkeit, ja. Ich werde jetzt nicht nochmal. Ja, lassen wir uns dann dabei. Ja. Zwiegespräch nachher. Ich habe hier Almut und dann Herrn Gessner nochmal. Also halten wir doch mal fest, also nicht der Tausch ist unbedingt der Quell allen Übels, sondern Recht endlich sich erfüllen. Ja, was letztlich auch mit ein Casus Knactus ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der sogenannte Mehrwert.
Denn ja, Mehrwert ist ja etwas, was ausgesprochen willkürlich festgelegt wird. Das sehen wir ja schon alleine an der drolligen Tatsache, dass zum Beispiel ein Koch, der in einem Restaurant ein Essen kocht, Mehrwert produziert. Eine Hausfrau, die bei sich zu Hause Essen kocht, aber anscheinend nicht. Und, das ist richtig, aber ja, es ist nicht willkürlich. Ja gut, aber letzten Endes wäre dann die Frage, ob diese Frage, wo und wann wird überhaupt dieser Mehrwert festgelegt, ob das nicht überhaupt einer der Haken ist, wo man letzten Endes ansetzen könnte, um diesen ganzen gordischen Knoten überhaupt zu entwirren? Der Mehrwert wird von niemandem festgesetzt, natürlich. Der Mehrwert entsteht bei der Produktion unter kapitalistischen Verkehrsbedingungen. Also ganz einfach gesagt, das ist ja kein geplantes Konstrukt, dass man sagt, wir machen jetzt eine Fabrik auf und wir verhalten uns so und dann produzieren wir Mehrwert. Also so funktioniert es ja nicht, sondern unter kapitalistischen Produktionsbedingungen wird automatisch Mehrwert produziert. Oder es wird keiner produziert, dann können sie ihren Krempel nicht verkaufen, beziehungsweise nur zu dem Preis, den sie produziert haben. Aber, ja. Da müsste ich jetzt nochmal eine konkrete Nachfrage noch. Warte mal, recht. Achso. Da wäre dann zum Beispiel die Frage, inwieweit ein Artikel, den ich auf dem Flohmarkt kaufe, noch Mehrwert enthält. Ja, natürlich enthält der Mehrwert. Wo sie das kaufen, ob sie es kaufen oder ob sie es gar nicht kaufen, das spielt für den Mehrwert keine Rolle. Der wird bei der Produktion kommt er zustande. Ja, das ist ja nur im Grunde die Rede vom Mehrwert, den gibt's ja nicht. Also die ontologische Dignität des Mehrwerts, die ist ja nicht so beschaffen, dass der Mehrwert an der Ware haftet, sondern das ist ein Verhältnis, das sich in der Produktion realisiert. Ein Herrschaftsverhältnis, wenn sie auch das natürlich. Herr Gösser, erlauben, das Mikrofon ist jetzt gerade dort, aber danach sind Sie dann dran, ja? Ich verstehe nicht so richtig, verstehe das jetzt so ein bisschen als so ein Plädoyer für einen gerechten Tausch und begreife nicht so richtig, was für eine Konstruktion von äquivalenten Tausch das ist, die irgendwie in einer befreiten Gesellschaft noch Sinn machen sollte. Das ist ja nicht eine Reduktion gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse auf den Tausch, sondern auf das, was dem Tausch zugrunde liegt, nämlich die Reduktion der Dinge auf die Absehung von ihrem qualitativen Aspekt, die Reduktion auf das, was rein quantitativ noch irgendwie bestimmbar und dadurch austauschbar ist, was doch ein ganz wesentlicher Aspekt an Kritik auch gerade bei Adorno ist, dass das den einzelnen Dingen Gewalt antut, wenn man von dem Besonderen absieht. Ja. Also die Frage wäre, wenn ich Sie recht verstanden habe, etwa ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. Wie war die Frage? Ja. Ach so, nee, dann wäre kein Äquivalententausch mehr notwendig, weil es keine, also ich bleib jetzt bei Adorno, weil es keine Notwendigkeit mehr gäbe, irgendwas als qualitativ die Qualitäten abzuschneiden, um dann zu schauen, welche Quantitäten bleiben übrig, um dann zu schauen, haben wir denn einen Äquivalententausch oder tauschen wir einfach das, was wir wollen, oder wir tauschen nicht, oder ich gebe dir einfach irgendwas. Ne? Also der Äquivalententausch ist ja streng genommen nur in einer kapitalistischen Gesellschaft möglich, weil ich nur dann überhaupt Äquivalente bestimmen kann. Ja. Zumindest, ich möchte nur kurz ergänzen, das, was ich mir notiert hatte bei diesem Passus, den du da referiert hast, war, dass Adorno wohl davon gesprochen hat, dass sich in einer nachkapitalistischen Gesellschaft dieser Tausch gerecht erfülle. Ja, genau. Und diese, also, das ist ja das, diese die Wendung ist ja im Grunde eine doppelte. Adorno sagt, wenn wirklich äquivalent getauscht würde, und zwar stets äquivalent, gäbe es keinen Kapitalismus mehr, weil wir dann natürlich keine Mehrwertproduktion mehr hätten. Ja. Also das hängt ja zusammen. Man kann es wenden, wie man will. Entweder man tauscht gerecht, dann ist aber der ganze Äquivalententausch damit hinfällig und die ganze Gesellschaft als kapitalistische, die Organisation der Gesellschaft als kapitalistische und diese Form des Tausches. Ja. Ich glaube, das kann man sich logisch so klar machen, dass es so rum ist. Würde Herrschaft, gesellschaftliche Herrschaft wirklich abgeschafft, gäbe es auch keinen Äquivalententausch mehr.
Der Äquivalententausch ist nur die Erscheinungsform, in der sich Herrschaft in der kapitalistischen Gesellschaft reproduziert. Umgekehrt ist aber nicht der Äquivalententausch der Grund für Herrschaft. Ja, nicht nur der Tausch, sondern das Äquivalent selbst ist Ausdruck dieser Herrschaft. Genau. Aber umgekehrt ist nicht dieser Tausch sozusagen der Grund für Herrschaft. Die gab es schon vorher. Ja? Ja, selbstverständlich, so natürlich. Muss man das, glaube ich, denken. Ne? Dann habe ich aber noch eine Frage zum Staatskapitalismus. Ja. Also das ist natürlich Quatsch. Also da hat diese These mit dem Staatskapitalismus, dass der Nationalsozialismus ein Staatskapitalismus war. Eine andere Frage, die mich wirklich interessiert, ist, wie Sie dazu denken, könnte der Begriff geeignet sein, zu beschreiben, was in der Sowjetunion und in der DDR der Fall war und nicht im Nationalsozialismus. Da hatte der Staat ja eine sehr viel stärkere Funktion. Und mich überzeugt in dem Zusammenhang, wenn man die Frage so stellt, nicht die Antwort von, Behemoth. Neumann. Von Neumann, dass das ja ein Selbstwiderspruch wäre, vom Staatskapitalismus zu sprechen. Ja, mein Gott, manchmal sind Gesellschaften selbstwidersprüchlich. Der Kapitalismus soll nach Marx auch selbstwidersprüchlich sein. Das Kapital ist ein sich selbst, ist die Bewegung des antagonistischen Widerspruchs. Ne? Grundrisse. So, warum sollte der Staatskapitalismus diesen Widerspruch aufgehoben haben? Also Staatskapitalismus bedeutet ja eigentlich, dass die Arbeit, die Arbeitskraft in Warenform existiert. Man verkauft sich weiter, aber sozusagen an ein Kapital, das nicht mehr in dieser Form der privaten Konkurrenz organisiert ist, aber man verkauft sich weiter in Form einer Ware. Und das Profitmotiv ist in dem Sinne nicht mehr in Privatform organisiert, sondern wird sozusagen staatlich dirigiert. Kann sogar so niedrig sein, dass das ganze System daran zerbricht. Und könnte man nicht wirklich den realen Sozialismus so begreifen, dass er also sowas wie eine negative Aufhebung des Kapitalismus war, weil er nämlich die Form der wahren Arbeitskraft gar nicht abgeschafft hat. Und rein philologisch die Frage, ist es tatsächlich nicht so passiert, wie diese Frage andeutet? Ist es nicht so, dass tatsächlich die sowjetischen Verhältnisse zur damaligen Zeit auch als staatskapitalistisch bezeichnet worden sind? Das ist, glaube ich, Ihr Bezug hier, ne? Das war so. Also ja, Lenin zum Beispiel hat sich ja ganz positiv auf diese Zuschreibung berufen, des Staatskapitalismus. Lenin hat gesagt, ich habe da überhaupt nichts dagegen, wenn wir an einigen Bereichen, wo wir noch hinterherhinken, wenn wir da sozusagen einen punktuellen oder einen räumlich, um es metaphorisch zu sagen, räumlich begrenzten Kapitalismus haben, damit wir unsere Wirtschaft da nachholen können, dann habe ich gegen diese Art von Kapitalismus, die dann natürlich im Dienste eines höheren und übergeordneten Sozialismus steht, gar nichts einzuwenden. Unsere Feinde finden das alle ganz furchtbar, schreibt Lenin in einer Schrift, ich weiß den Namen jetzt leider nicht. Für diese Feinde habe ich nur homerisches Gelächter übrig, weil die nicht erkennen, dass wir diesen Kapitalismus, diese kapitalistischen Einsprengsel, diese Art von Staatskapitalismus, eben weil wir der Staat sind, nicht für uns nutzbar machen können, um zu sagen, naja, solange wir euch brauchen, benutzen wir euch, um dann zu sagen, jetzt haben wir aber den Punkt erreicht, wo wir uns dem Staatssozialismus, wenn man so will, zuwenden können. Also mein Interesse, also die Ergänzung, diese Bemerkung finde ich sehr wichtig. Meine ergänzende Frage war ja, taucht das denn innerhalb der kritischen Theoriebildung auch auf, diese Zuschreibung des... Ich wollte gerade sagen, also das ist aber nicht die Position des Instituts insgesamt. Also das ist die Position von Pollock gewesen. Das war die Position von Pollock, das war, ich gesagt habe, die von Lenin natürlich. Das heißt aber noch lange nicht, dass es objektiv auch so gewesen sein muss. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass man in einem Staatssozialismus, der es ja meiner Meinung nicht war, kapitalistische Inseln sozusagen sich heranzüchten kann, um die dann wieder abzusprengen, wenn man es nicht mehr braucht. Ja, rechtzeitig eine Meldung. Genau da bei dir. Ja, wenn man die Hypothese zunächst mal übernimmt, dass Marx die Ökonomie fetischisiert hat, und den Adornoschen Versuch so wertet, dass er also um eine angemessene Reintegration der Ökonomie in die Gesellschaft bemüht ist, dann gibt es ja auch noch Parallelen zu diesem Adornoschen Versuch in der gesamten
kritischen Theorie. Ein Beispiel zum Beispiel wäre Marcuse. Gibt es irgendwelche Dokumentationen über deren Auseinandersetzung ihrer unterschiedlichen Position oder anderer abweichender, von Adorno abweichender Position, dieser Reintegrationsbemühung? Mit Reintegration meinen Sie die Ökonomietheorie? Ja, die Ökonomie soll ja nicht ausgeschaltet werden, sondern sie soll angemessen in die Gesellschaftstheorie reintegriert werden, also in neuer Form. Ja, da werde ich jetzt substanziell, muss ich Ihnen gleich sagen, nicht viel zu sagen können, weil ich mich bei Marcuse nicht genügend auskenne, um das zu beantworten. Marcuse stand, das habe ich ja ganz kurz gesagt, auf Seiten derer, die mit der Staatskapitalismus-These nicht viel anfangen konnten. Das war ja schon zu einer Zeit, wo Marcuse nicht mehr allzu lange noch in Verbindung war mit dem Institut. Ich glaube nicht, dass Marcuse da eine große Rolle danach noch gespielt haben wird. Das müsste man sich in Briefwechseln anschauen. Aber ich glaube nicht, dass das, was Marcuse gemacht hat, noch viel mit dem Institut in Zusammenhang stand. Also er wird da keinen Einfluss drauf nehmen, wird da keinen Einfluss drauf gehabt haben, dass da weiter über Ökonomie noch gesprochen wurde. Das wäre meine Vermutung. Man müsste das genauer gucken. Das Substanzielleres kann ich da leider nicht zu sagen. Ach so, noch Herbert, Entschuldigung. Mein besonderes Interesse gilt dem Thema Arbeitslosigkeit. Also es gibt ja viele, die eben da ihre Arbeitskraft anbieten und das gelingt ihnen jetzt gar nicht, irgendwo in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das Thema wird ja auch weiterhin bestehen. Also es gibt ja das Stichwort industrielle Reservearmee. Es gibt ja reichhaltig auch prekarisierte Arbeitsverhältnisse. Und die Frage ist also, gut, der Tausch reproduziert sich durch gesellschaftliche Arbeit und hat Adorno sich mit diesem Thema irgendwie befasst oder gibt es vielleicht aus der Sicht jemand von einem, der arbeitslos ist, Überlegungen, die Adornos kritische Theorie, womit er sich damit befassen kann? Ganz kurz müsste ich, glaube ich, mit Nein antworten, aber das ist mir auch zu blöd. Ganz gewiss nicht. Arbeitslosigkeit hat für Adorno einfach deshalb keine große Rolle gespielt, weil sie damals noch keine so große Rolle oder Prekarisierung, ich glaube, das Wort war noch gar nicht erfunden, noch nicht gespielt hat. Da kann ich Ihnen überhaupt nichts zu sagen. Ich glaube sogar, dass es nicht mal am Institut insgesamt Studien über Arbeitslosigkeit gibt. Ich wüsste wirklich nicht, dass man sich damit beschäftigt hat. Oder wissen Sie das? Also wissen Sie, ob es... Nee, ich glaube es. Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Dann sehe ich gerade keinen Finger. Würde ich ganz, also ganz oben, da ist noch jemand. Oh, da muss jetzt einen weiten Weg gehen. Ich habe was im Vortrag nicht verstanden, und zwar hatten Sie gesagt, individuelle Freiheit ist die Freiheit des Verkaufs und Konsum, und aber eine würdige Gesellschaft nach Adorno würde dann eine von freien Menschen sein und die sich also irgendwie davon befreien, und zwar wirkliche freie Menschen sind dann die fairen Tausch ausgesetzt sind, also wo auch der Mehrwert dann zurückgetauscht wird. Was versteht er jetzt darunter? Also was ist dann der freie Mensch praktisch? Entschuldigung. Der Mehrwert, der würde nicht mehr existieren in einer freien Gesellschaft. Also einfach durch die veränderten Produktionsbedingungen, das, was wir schon häufiger gesagt haben, würde es nicht mehr zu einer Mehrwertproduktion kommen. Wenn ich Sie recht verstehe, möchten Sie eher wissen, wie der freie Mensch, also positive Zuschreibung zum freien Menschen wieder aussähe. Da werden Sie bei Adorno, glaube ich, aus guten Gründen gar nichts finden, weil er sich gegen solche Art von Positivität immer zur Wehr gesetzt hat, weil man gerade eben nicht von schlechten Jetzt aus prospektiv sagen kann, naja, dann wird es so und so sein, dann werden wir das auf diese Weise machen und die Menschheit wird sich in einem Zustand befinden, der sieht dann so aus.
Das ist eine prinzipielle Unmöglichkeit, die bereits das entscheidende Signalwort lautet hier immer Bilderverbot. Eine prinzipielle Unmöglichkeit, die einfach in dem Gedanken steckt, die Gesellschaft muss in einer bestimmten Negation über sich hinausgehen. Aber dann ist es mir nicht mehr möglich zu sagen, vom Punkt des vor dem drüber hinausgehens, wie das dann aussehen wird. Weil wenn ich das sagen könnte, dann kann ich mir sicher sein, das wird es nicht sein. Also es ist unmöglich. Ja, dieses Problem des praktisch Werdens ist ja ein Teil zumindest der Abendveranstaltung heute ab 20 Uhr. Es gab ja historisch viele Versuche, dieses praktisch werden zu lassen. Und genau diesen Konnex zur kritischen Theorie wollen wir ja heute Abend dann auch nochmal versuchen, gemeinsam aufzutun. Darf ich einmal ganz kurz einen Gedanken noch dazwischen bringen, der auch im Referat einen großen Raum einnahm, der aber meines Erachtens nochmal beleuchtet werden sollte, und zwar die Frage, wie weit die Konstitution von Klassen, also von gesellschaftlichen Klassen in der kritischen Theorie und speziell in der von der ökonomischen Seite gesehen von Adorno eine Rolle spielt, beziehungsweise es ist klar gewesen, dass es eine Rolle spielt, aber in welcher Form natürlich diese objektive Definition der Klasse auch antagonistische strukturelle Differenzierung in der Gesellschaft sozusagen ausmacht, und dieses Potenzial, was dieser Antagonismus ausmacht, ist ja nun in den Leuten, die sich politisch aktivieren, sozusagen basal für Befreiungshoffnung und für Veränderungshoffnung. Welche Position nimmt sozusagen erstmal die Definition dieser Klassen in der kritischen Theorie und bei Adorno ein, und was hat dieses Substrat sozusagen an handlungstheoretischen Überlegungen noch zur Folge? Wenn man sich, das habe ich auch eben ja schon auf eine Frage beantwortet, wenn man sich die Schriften, also das Werk sozusagen Adornos anschaut, dann wird man ziemlich schnell denken, Marx sei Zirkulationsmarxist oder Zirkulationstheoretiker. Da kommt die Warenform vor, da kommen Tauschverhältnisse vor. Die Produktion des Mehrwerts wird an zwei Stellen die Mehrwerttheorie Marx wird an zwei Stellen als das Kernstück der marxischen Theorie plötzlich apostrophiert. Man weiß gar nicht genau, ja, weshalb eigentlich, weil sonst kommt es ja nie vor. Und bei den Klassen ist es ganz genauso. Die meisten denken, Adorno, die sich damit beschäftigen, der vernachlässigt die Klassen, also der Gestalt, dass er eigentlich gar nicht davon Kenntnis genommen hat, dass die Gesellschaft in ökonomische Klassen gespalten ist. Wenn man sich dann, ich konnte das nur deshalb, ich will das nicht propagieren, meine Arbeit, aber für meine Arbeit habe ich mir etliche Werbeblock. Ja, habe ich mir sehr viele Protokolle angeschaut, die Adorno obligatorisch in seinen Seminaren hat anfertigen lassen. Und wenn man sich die anschaut, also nachvollziehen kann, worum es da in den Seminaren geht, dann wird man finden, dass immer dann, wenn es um Marx oder wenn es um Ökonomie der Gesellschaft im weiteren Sinne geht, die Klassen ständig eine Rolle spielen, und zwar nicht erst, könnte man ja denken, ab Mitte der 60er im Zuge der Studentenrevolution oder in sozusagen der Vorbereitung dessen, sondern schon von Anfang an, ab 54 etwa, als Marx überhaupt erst wieder nach Frankfurt richtig zurückgekehrt ist auf Dauer. Was habe ich gesagt? Marx. Marx? Marx war hinterher nicht mehr in Frankfurt, nein. Ja, ich überlege gerade, wie ich das so hinkriegen kann, dass Marx war doch auch irgendwann mal in, aber meistens dann doch wieder. Aber das gehen wir jetzt schon auf. Ja, ja. Genau, Adorno nach Frankfurt zurückgeklärt ist. Bitte? Ja, aber ich wollte noch, plötzlich wird man dessen gewahr, dass das Werk Adornos eigentlich frei ist von Ökonomiekritik. Das kann man. Ist jetzt stark zugespitzt, aber es gibt überhaupt keine Ausarbeitung all dessen. Also wie es zum Beispiel überhaupt keine Ausarbeitung gibt, das hat Dimirovic gestern ja auch gesagt, hat auch recht mitgehört, dass da eigentlich keine politische Theorie vorliegt. So, und das Gleiche wird man für die Ökonomie, zumal die Ökonomiekritik, auch sagen. Hin und wieder taucht Marx mal auf und man weiß nicht so recht, hätte auch weg sein können. Also es gibt da keinen Anschluss oder sowas. Adorno hat natürlich nie versucht, irgendwie eine Sekundärliteratur zu Marx zu schreiben. Das ist ja klar. So,
aber der findet plötzlich überhaupt nicht statt. Wenn man sich aber die Protokolle anschaut und wenn man sich daraufhin, was man da findet, anschaut, das Werk nochmal anschaut, dann wird man finden, dass diese Protokolle sozusagen, also das, was in den Seminaren bei Adorno gelaufen ist, dass das eine Art ja, Propedeutik für sich selbst eigentlich war. Aufgrund dessen, was da erarbeitet wurde, hat er seine Theorie aufgebaut, ohne dass er selbst nochmal expliziert hätte, wie die Theorie eigentlich zustande kommt, sondern hat das Resultat den Lesern übermittelt. Und wenn man sich die Protokolle selbst anschaut, dann wird man schnell bewusst, wie das eigentlich gelaufen ist und dass es da diesen ökonomiekritischen Kern gibt, der sich eben auf die Klassen und auf die Mehrwertproduktion bezieht. Und die zweite Frage, die du hattest, welchen Stellenwert die, so habe ich das jedenfalls verstanden, eigentlich das Proletariat bei Adorno hat. Es gab da eine Auseinandersetzung zwischen Walter Benjamin und Adorno, die ist da ganz programmatisch gewesen. Walter Benjamin hat einen Kunstwerkaufsatz geschrieben, das ist initiiert worden, also inhaltlich initiiert worden, vor allem durch Benjamins Bekanntschaft mit Brecht. Dieser Kunstwerkaufsatz, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, ist für Benjamins Verhältnis einigermaßen klassenkämpferisch gehalten, mit einiger Hoffnung aufs Proletariat. Und nachdem Adorno das rezipiert hat, hat er, so kann man es glaube ich sagen, versucht Benjamin die Leviten zu lesen, was das betrifft, und meinte nämlich, dass das Bewusstsein des Proletariats, das Bewusstsein der Unterdrückten und Geknechteten, keinesfalls vor dem Bewusstsein der Herrschenden stehen könnte, weil es niemandem gut ansteht, über Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte geknechtet und unterdrückt zu werden. Man müsste sich dann nicht vormachen, dass man dadurch sozusagen ein höheres Bewusstsein erlangen könnte oder eine Art von avancierter Theorie dann plötzlich daraus springe. Also das Proletariat bedürfe des Bürgertums mindestens genauso wie umgekehrt. Das war Adornos These damals jedenfalls. Andererseits hat er sich auch immer dagegen gewandt, gegen jene, vor allem später, das war dann wirklich in den 60ern, die gesagt haben, also vor allem Soziologen, die meinten ja, die Revolution bleibt immer wird immer weiter ins Ungefähre verschoben. Das Proletariat hat mittlerweile einiges mehr zu verlieren als seine Fesseln. Wie es noch in den im Manifest der Kommunistischen Partei heißt. Und Adorno meinte, ja, wenn es so ist, wenn das Proletariat mittlerweile mehr zu verlieren hat als seine Fesseln, nämlich was weiß ich, Krankheits- oder Weiterzahlung im Vorzahlung im Krankheitsfall und was weiß ich, wenn es besser gestellt ist, dann mag das vielleicht peinlich sein für die Theorie, vor allem für die revolutionäre Theorie. Es sei aber umso besser für das Proletariat. Also man sollte nicht das sozusagen beschuldigen dafür, dass die Revolution ausbleibt, weil es ihm mittlerweile zu gut geht. Wie gesagt, ich denke, dass wir das heute Abend auch nochmal so ein bisschen weitergehender beleuchten. Ich habe da oben links noch eine Meldung und dort... Sie sprachen eben auf eine Nachfrage aus dem Publikum davon, dass Adorno sich dagegen gewehrt habe, den freien Mensch konkret zu bestimmen. Wenn das aber nicht möglich ist, Ihrer Meinung nach, wie kann ich dann von einem gerechten Tausch sprechen? Nämlich den gerechten Tausch ist doch an sich das freie oder der freie Mensch sozusagen vorausgesetzt. Wenn das aber nur ein Abstraktum letzten Endes bleibt, dann bleibt auch der gerechte Tausch nur ein Abstraktum. Dann kann ich ihn ja auch nicht konkret irgendwo auch bezeichnen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Dann kann ich höchstens sagen, gut, wenn der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital beendet ist, wenn die Mehrwertproduktion aufgehört hat, aber dann bleibt es doch dabei. Das heißt, die Frage, was ist dann gerechter Tausch? Die Frage ist doch dann gar nicht mehr beantwortbar. Weil auch der freie Mensch nicht mehr beantwortbar ist. Ja, sie ist nur negativ beantwortbar, indem ich eben sage, was es nicht ist. Natürlich ist es eine Utopie, genauso wie der freie Mensch eine Utopie ist. Aber wie Sie schon selbst sagen, die hängen unmittelbar miteinander zusammen. Und da ich weder das eine noch das andere angeben kann, von der Position des Falschen, ich sage das jetzt ganz zusammenfassend und kurz, bin ich auch nicht in der Lage, positiv anzugeben, wie der gerechte Tausch
aussähe. Es wäre halt ein Tausch, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber lässt sich wirklich nur als Negation formulieren, der jedenfalls nicht mehr den Ungerechtigkeiten unterworfen ist, die sich sehr wohl angeben lassen, nämlich all das, was wir hier besprochen haben. Ja, ich möchte noch mal meine Frage von eben anknüpfen. Vielleicht ist das durch den Bezug auf Marcuse so ein bisschen missverständlich gewesen. Also der Kern, der mich eigentlich interessiert ist, kann man denn sagen, dass dieser adornische Versuch, den Stellenwert der politischen Ökonomie im marxischen Sinne zu relativieren oder, wie ich eben gesagt habe, in einen größeren Rahmen zu reintegrieren, ist der so uneingeschränkt repräsentativ oder gab es um diesen Punkt nicht auch Auseinandersetzungen, ähnlich wie in diesem Staatskapitalismus, monopolistischen Bereich und so weiter? Weil wenn man beispielsweise in die Vergangenheit von Horkheimer denkt, der ja sehr früher marxistischer war als Adorno, ja, da muss es doch irgendwelche Überlegungen, Diskussionen und so weiter geben. Ich kann es mir zumindest nicht anders vorstellen. Das ist eigentlich das an der Frage, was mich interessiert. Also auch über Marcuse hinaus, sondern welche Auseinandersetzung gab es um diesen Punkt? Danke. Ja. Also dazu muss ich zweierlei sagen. Erstens ist das, was ich hier dargelegt habe, ist das ja alles nur immanent, wie ich das schon gerade gesagt habe, aus dem Werk, aus dem, was gar nicht publiziert worden ist, aus Briefen und so weiter, herauszubekommen, sozusagen auf den Kern, jedenfalls das, was ich als Kern der kritischen Theorie Adornos empfinde, hinzugehen. Das ist ja damals, wird Horkheimer da nicht allzu viel von mitbekommen haben. Damit komme ich gleich zum Zweiten, weil diese Art von Diskussionszusammenhang, den hatte es, ich würde fast sagen, schon beim bei der Rückkehr nach Frankfurt nicht mehr auf diese Weise gegeben. Man hat dann jede Menge eine empirische Forschung betrieben und die Organisation des Instituts war dann aber plötzlich eine ganz andere, nämlich eine sehr viel verwaltungstechnischere. Horkheimer hat sozusagen die Funktion übernommen, das Institut in der Bundesrepublik zu etablieren, die Institutsmitarbeiter in der Bundesrepublik zu initiieren, hat eine repräsentative Funktion übernommen, auch für eine gewisse Art von Soziologie, ganz bestimmt nicht mehr für den Marxismus, der war ja einfach aus taktischen Gründen ungelitten, jedenfalls nach außen hin. Und ich glaube wirklich nicht, also ich habe davon nichts gefunden, dass es da interne Diskussionen gegeben hätte. Also das Material, Briefmaterial von Adorno und Horkheimer, also die gegenseitige Briefwechsel ist natürlich sehr umfassend, aber da werden Sie nicht viel inhaltlich Theoretisches finden und schon gar nicht zu dieser Frage. Also deshalb, ich glaube nicht, dass da eine interne Diskussion gegeben haben wird. Daran vielleicht einfach nur kurz anschließend die Frage, welche Bedeutung, denkst du, überhaupt hatte dieses ökonomische Thema, also die Kritik der politischen Ökonomie, der Anschluss an Marx, innerhalb des Gesamtforschungsprojektes der kritischen Theorie, also welchen Stellenwert kann sie überhaupt in kritischer Theorie, Gesellschaftstheorie haben oder sollte sie haben, vielleicht so als Persönlich? Glaube, also wenn ich das ganz historisch sagen kann, man sollte sich da nicht vormachen, dass es sozusagen, jedenfalls in der zweiten Frankfurter Zeit, so etwas gab wie, das ist das Institut für Sozialforschung, da sind die und die Leute und die fahren sozusagen in eine Richtung. Also das gab es nicht mehr einfach. Es gab nicht mehr, wenn es das je gab, ich weiß, Demirovic hat das so dargestellt, ich bin da sehr skeptisch, es gab nicht mehr diese eine Richtung. Es gab, wie gesagt, das war schon wirklich vereinzelt. Horkheimer hat versucht, das nach außen zu repräsentieren, hat aber fast überhaupt nichts mehr geschrieben. Das ist ja kein Zufall. Also dem ist ja nicht mehr, sind ja nicht die Ideen ausgegangen zu der Zeit. Aber nach der Dialektik der Aufklärung werden sie dann nicht weiter fündig werden, außer mit ein paar Notizen. Und das hat sich dann eigentlich schon aufgelöst. Und diese Frankfurter Schule, dieses Etikett, das da gerne angeklebt wird, das gibt es so als theoretischen Zusammenhang, würde ich wirklich sagen, gibt es einfach nicht. Also da macht man sich was vor. Ich glaube ganz oben, Dorothea, oder?
da oben geht die Hand viel früher hoch, nehmen wir das zuerst. Ganz oben rechts. Wenn ich die oder einen Teil der Diskussion eben richtig verstanden habe, ging es unter anderem um die Frage, ob der Tausch nur ein Herrschaftsverhältnis anzeigt oder selber eben ein Herrschaftsverhältnis ist. Und also zum einen bin ich mir unsicher, ob ich die Diskussion überhaupt richtig verstanden habe. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, würde ich gerne wissen, ob man die Frage so auflösen könnte oder beantworten könnte, indem man sagt, es ist eben beides richtig. Und zwar insofern, als der Tausch eben einerseits ein soziales Verhältnis impliziert und andererseits ein Naturverhältnis. Zur ersten Frage würde ich sagen, das mit dem Tausch. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir, ich versuche es ganz kurz zu machen. Einerseits ist ja klar, unter kapitalistischen Bedingungen ist der Tausch deshalb ungerecht, weil es immer wieder auf diesen Mehrwerttausch zurückgeht. So. Aber Adorno würde da schon noch auch weitergehen und sagen, ja, dass es überhaupt zu diesem Mehrwert kommen kann, zu dieser Anwendung des Mehrwerts, braucht es ja auch wieder diesen Tausch, der überhaupt die Äquivalente erst komparabel macht. Und dieses Komparabel machen, dieses Feststellen von Äquivalenten, das muss aber schon eigentlich, das ist ein viel älteres Prinzip, was dahinter steckt, nämlich ein uraltes Prinzip, das ist so alt ist, dass es, wie ich das genannt habe, eigentlich schon als anthropologische Konstante uns vorkommt. Das steht dem vor. Also, es ist beides, würde ich sagen. Und das zweite war, kannst du noch mal ganz kurz? Die zweite Frage. Zum einen bin ich erstmal gerade froh, dass ich das offenbar richtig, also die Diskussion offenbar richtig verstanden habe sozusagen. Und im Grunde hast du die Frage eigentlich auch gerade schon beantwortet. Also meine Überlegung war, ob man eben nicht sagen könnte, dass der Tausch halt zum einen ein soziales Verhältnis anzeigt, also wie wir es eben tatsächlich heute im Kapitalismus vorfinden, und zum anderen er aber bereits ein Naturverhältnis beinhaltet. Und das wäre dann sozusagen diese ältere Form. Nein, also das würde ich nicht sagen. Er beinhaltet kein Naturverhältnis, sondern der Tausch ist natürlich ein soziales Verhältnis, genau wie die Abstraktion selbst ein soziales Verhältnis. Also mit Naturverhältnis meinte ich sozusagen das Verhältnis des Menschen zu den Dingen, von deren qualitativer Besonderheit er im Tausch dann absehen muss. Ja, nicht nur im Tausch, auch in der Begriffsbildung und dergleichen. Ja, sicher. Ja. Ja, natürlich, das ist, Entschuldigung, ich war in Gedanken. Natürlich, das ist, das bis hin zur Erkenntnis, wo ich sagen kann, Adorno würde das natürlich alles sagen, das ist eine Naturbeherrschung. Wenn ich etwas erkenne, was weiß ich, da ist irgendwie so ein Becher, den nenne ich jetzt Becher, damit habe ich aber den Becher noch nicht. Ich versuche zwar, mich des Bechers in der Erkenntnis zu bemächtigen, aber das, was ich habe, ist halt nur der Begriff des Bechers. Und das bekannt wäre, dass das Ding an sich, ich werde ihm halt nicht habhaft. Und die Natur, die Beziehung auf die Dinge, die meinetwegen gegeben sind, auch wenn das natürlich schon längst alles nicht mehr Natur ist, muss man sich schon umgucken, diese Natur, die gibt es für uns gar nicht. Der können wir uns gar nicht so bemächtigen, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. So, wie ich das überblicke, und wir sind ja auch schon länger als mit dem Thema befasst, gibt es jetzt erstmal Anlass zu sagen, wir machen noch eine Pause. Bedanken uns nochmal recht herzlich bei Dirk. Oh, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, Entschuldigung. Das ist so ein Schlusswort dann aber. Ja, sehr nett. Ich habe da noch, da war vorhin mal zuvor eine Wortmeldung zur Arbeitslosigkeit. Die hatten Sie, glaube ich. Es gibt da was in der kritischen Theorie der 60er Jahre, wenn man an Marcuse denkt. Ne? Marcuse hat sich die Randgruppen im Zusammenhang mit der Studentenbewegung war die Randgruppentheorie von Marcuse sehr en vogue. Und in der Randgruppentheorie wird genau auf diese Thematik eingegangen. Also Arbeitslose, Heimkinder, Gefängnisinsassen, das, was man die ganze dritte Welt nennt, der Trikont sozusagen, wurde sozusagen als die große gesellschaftliche Randgruppe angesehen. Und Marcuse hat geglaubt, und darüber könnte man auch reden, warum er darauf setzte, dass eigentlich eine Revolution nicht mehr von dem Proletariat in den Industrien
industrialisierten Ländern, die selber in das Tauschsystem integriert sind und sich sozusagen mit ihrer Warenform identifizieren, sich sozusagen als variables Kapital begreifen, zu setzen ist, sondern von denen, die aus diesem System selber ausgeschlossen worden sind, sei es als Arbeitslose, als Zugereiste, die keine Arbeit finden in der dritten Welt, keine Arbeit haben, weil das also Kapital da fehlt, sie zu beschäftigen und so weiter. Also das war seine Grundidee. Und das hängt eben, glaube ich, damit zusammen, dass zwar, wenn man von der Kritik der politischen Ökonomie ausgeht, dass völlig klar ist, dass im Tausch sich Herrschaft reproduziert durch den Mehrwert. Im letzten Kapitel beschreibt ja Marx auch die ursprüngliche Akkumulation und stellt voraus, dass also eine blutige Gesetzgebung und Jahrhunderte von Ausbeutung notwendig waren, um Kapitalstock sozusagen durch rohe Gewalt zu erzeugen, der dann in zivilisierter Form weiter akkumuliert werden konnte. Und dieser Kapitalstock, aber die Grundlage für das Ganze war, ne, Ausbeutung Amerikas, Ausbeutung Indonesiens und so weiter und so weiter. Und das also in der Frühform, als die Arbeiter sozusagen noch nicht selber integriert waren, sondern integriert wurden, also er nennt das die Überführung der formellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital in die reale Subsumption der Arbeit unter das Kapital, das war auch die Phase der großen Revolution, wo Arbeiter sich dagegen wehrten, weil sie eben noch nicht real integriert waren, integriert zu werden, das ist aber vorbei, aber es gibt eine riesige Teil der Menschheit, sozusagen der viel größere Teil der Menschheit, der diese Entwicklung noch gar nicht vollzogen hat und im Grunde genommen vor dieser realen Subsumption der Arbeit unter das Kapital steht. Und da müsste man im Grunde genommen als revolutionärer Theoretiker ansetzen, aber nicht in Form von nationalen Befreiungen, so, das wäre wieder die ganz falsche Lösung, sondern wir müssen ein internationales sozusagen Weltbürgerbewusstsein in dieser Schicht zu erzeugen. Aber da würde Adorno bestimmt wieder sagen, ja, man kann also das Proletariat, was jahrhundertelang in Dummheit und Versklavung und Knechtung gehalten wird, von dem kann man vielleicht nicht so, es ist sehr schwer, also sowas wie so ein Bewusstsein zu erwarten. Denke ich aber an Paulo Freire, der also auch aus anderen Zusammenhängen kommt, und auch ähnliche Ideen entwickelt hat, dass man Bildung vielleicht auch so entwickeln könnte, ja. Dass dieses Bewusstsein in der Gruppe entsteht. Also das nur am Rande. Also da hat es eine ganze Menge gegeben. Das war nur schon in den 60er Jahren. Und das ist heute eben, die kritische Theorie ist verschwunden von allen, aus allen Bildungseinrichtungen. Und deshalb wird das einfach auch gar nicht mehr erinnert. Ne? Na gut, das ist ja schon so eine Art Forschungsprojekt, was man formulieren kann. Ich möchte jetzt, bevor sich das jetzt vielleicht verflüchtigt, noch einmal kurz Dirk Braunstein danken für den Vortrag und für die Diskussion.